Und damit, was geht, willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um meine latest Pickups, die ich in so den letzten Wochen bis Monaten getätigt habe. Das letzte Video ist schon ein bisschen her, deswegen wird es auf jeden Fall wieder Zeit für ein neues Video. Und ich werde euch auf jeden Fall nicht alles zeigen, weil das wäre ein bisschen zu viel. Deswegen kommt auf jeden Fall in die Livestreams rein, um da nichts zu verpassen. Ihr seht vielleicht schon, die Location sieht ein bisschen anders aus, aber ist noch lange nicht fertig. Das Video zu dem Raum, wie ich ihn am Ende fertig eingerichtet habe, kommt dann die Tage. Ich hoffe, nächste oder übernächste Woche. Ich warte mich noch auf ein, zwei Sachen, die noch kommen müssen, damit das Zimmer noch perfekt ist. Aber ihr seht auf jeden Fall schon die ein oder anderen Leaks. Deswegen so viel dazu. Falls ihr noch irgendwelche guten Vorschläge habt, was ich unbedingt noch in mein Zimmer hier reinbauen soll oder als Interior Essentials brauche, dann lasst mich es auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem ersten Latest Pickup. Und zwar habe ich das auch schon an. Und ja, ihr kennt das, denke ich mal, alles. Das ist I Love Berlin by Night T-Shirt von Trend Vision, was, glaube ich, beim letzten Pop-Up in Berlin rauskam. Und zwar genau vor einem Jahr, ungefähr im April. Das hat mir freundlicherweise ein Kollege mitgebracht. Jetzt vor kurzem, beziehungsweise eigentlich genau heute, wo ich das Video aufnehme, habe ich es nämlich selber gekürzt. Und ich sage euch, es ist wirklich ein Game Changer, wenn ihr eine Nähmaschine zu Hause habt und ungefähr wisst, wie ihr damit umgehen müsst. Weil ich habe mir zum Beispiel das T-Shirt jetzt komplett gecroppt. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Aber ich denke mal schon, der Fit ist wirklich perfekt. Und auf jeden Fall schön cropped. Steht halt auch echt weit ab. Für den einen oder anderen mag es vielleicht zu kurz sein. Für mich ist es auf jeden Fall perfekt. Und gerade, wenn man dann noch irgendwie einen Zipper oder so drüber zieht, traumhaft. Wirklich traumhaft. Ich bin sehr zufrieden, wie es am Ende geworden ist. Aber das wäre Pickup Nummer 1, auch wenn es nicht so besonders ist. Neben der Menge Interior-Pickups, die ich in letzter Zeit getätigt habe, die ihr dann, wie gesagt, im nächsten Video sehen werdet, habe ich mir auch ein neues Paar Schuhe geholt, was ihr aber, glaube ich, schon zum Teil gesehen habt. Und zwar wären das einmal diese guten Dinge. Und zwar meine wunderschönen Veneta Carter, die ich absolut fast daily trage. Lowkey, immer wenn ich einen neuen Schuh habe, trage ich ihn einfach fast jeden Tag. Das ist ein bisschen verrückt. Aber ich wollte die schon seit Release haben, habe die dann beim Restock bekommen, haben halt eben diese glänzende Lackoptik. Und ich trage hier eine 43 anstatt einer 44. Und ich muss sagen, die passen sogar ziemlich gut. Einziges Problem ist, dass meine echt stark schon hier vorne creasen. Habe ich am Ende gezahlt Retail 250 Euro, was eine Menge Geld ist für ein Boot. Aber gar nicht so viel mehr als die normalen Timberlands kosten. Ich glaube, die kosten mich meistens 220. Und ich bin wirklich froh, den bekommen zu haben. Die sind ja auch im Resale, glaube ich, bei um die 400 bis 500, aber nagel mich nicht drauf fest. Und das war Pickup Nummer 2. Machen wir dann auch weiter mit einer Hose, und zwar dieser dunkelblauen, die ich in dem Frankfurt-Vlog geholt habe. Kennen vielleicht auch schon die ein oder anderen. Und zwar handelt es sich, ich habe es immer falsch gesagt, nicht um die D-Rise, sondern die Desire. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ist das eben eine schöne Flair-Denim von Diesel mit einer wirklich richtig guten Quali. Und der Fit ist wirklich krass. Verarbeitung echt on point. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Und seitdem ich die im Trend Vision Pop-Up anhatte, ist leider hinten das Ganze auch ein bisschen distressed. Ist natürlich ein kleiner Schmerz, aber ich trage meine Klamotten, deswegen ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ja, weil die nämlich ganz minimal zu lang ist. Aber wirklich, ich sag euch, hab Diesel auf dem Schirm. Ich weiß, es ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Die kostet, glaube ich, eigentlich 175. Ich hab die jetzt für 140 bekommen mit 20% off. Ich sage, ist eine Menge Geld, kann man aber machen, wenn man wirklich eine Pants hat, die einem perfekt passt und man mit dem Fit zufrieden ist und vor allem, wenn man nicht mehr wächst. Deswegen auch, wenn ihr hier vielleicht eine Menge Pickups seht, nehmt euch da kein Beispiel dran. Ich bekomme auch viele Sachen zugeschickt und ich wachse halt nicht mehr. Das heißt, die Klamotten kann ich im besten Fall ewig tragen, es sei denn, sie gefallen mir nicht mehr, aber ich würde sagen, das ist echt ein zeitloses Piece und das war das dritte Pickup. Und auch zu der Jacke habe ich schon mal ein eigenes Review gemacht und ein eigenes Video, aber ich würde es nicht mit reinnehmen, wenn ich nicht was verändert hätte. Und zwar bin ich aktuell übelst auf meinem Customize-Trip, deswegen habe ich auch diese Workwear-Jacke von Moskitz etwas bearbeitet. Pause. Ich habe die hier vorne einmal im Reißverschluss ein bisschen distressed, das Logo hier oben auch ein bisschen abgefuckt gemacht, genauso wie hier am Ärmel habe ich einen kompletten Riss reingemacht, das Logo ist ein bisschen distressed, genauso wie hier auch an dem Bündchen, am Kragen hier vorne. Und das Besondere eigentlich, weil mir der Backprint ein bisschen zu groß war, deswegen ist es auch eine super Alternative zu einer KH Detroit Jacket, habe ich das komplette Logo hinten abgemacht und habe hier noch das leichte R stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber ich muss sagen, all in all gefällt mir das wirklich richtig gut. Wenn ihr dann genaueres Tutorial sehen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, schaut auf jeden Fall auf TikTok vorbei. Da kommt dann die Tage noch was online. Ich muss sagen, die Details gefallen mir wirklich sehr. Deswegen auch da eine super Jacke, die auch vom Fit her mich wirklich überzeugt und wirklich eine gute Alternative zu einer KH Detroit Jacket ist. Und die Quali und der Stoff fühlt sich relativ ähnlich an. Deswegen, das war's dazu. Nächstes Piece ist eigentlich auch wieder ein altbekanntes. Und zwar meine Week der Astro Jeans. Aber wenn ihr das TikTok gesehen habt, wisst ihr, dass ich die Hose nämlich angemalt habe. Und zwar geht's so ein bisschen in so eine Magella-Optik. Maybe ein bisschen ein Mix mit Akne. Keine Ahnung, wie ihr es möchtet. Ich habe hier Acryl-Latex-Farbe genommen. Das ist ganz wichtig. Und habe einfach die ganze Hose bemalt. Und die fittet relativ regular für eine Astro, weil ich nicht die größte Größe genommen habe. Die Backpockets gefallen mir auch richtig. Und was mir noch besonders auffällt, ist halt eben, dass ich unten das nochmal distressed habe und hier unten quasi nochmal das Sieb abgetupft habe, wodurch die wirklich einen heftigen Look hat. Genauso wie die Taschen halt hinten, wie schon eben gesagt. Mit den ein oder anderen Details, wie hier ein paar Initialen und so weiter, gefällt die mir wirklich gut und hat einen echt coolen Look. Ist sehr auffällig, also man bekommt auf jeden Fall in der Stadt ein paar Blicke. Aber ganz ehrlich, ich trage das mit Herz. Es hat so viel Spaß gemacht, die Hose zu machen. Allgemein die ganzen Sachen selber so zu distressen und so weiter. Kann ich euch sehr empfehlen. Hat so eine gewisse Art Meditation oder irgendwas Meditatives. Deswegen probiert das mal ein bisschen aus. Holt euch
euch vielleicht ein Multitool, näht eure Sachen ein bisschen selber um. Dadurch bringt ihr doch mal eine gewisse eigene Note rein, was wirklich, wirklich nice ist. Und ansonsten ist es halt eine ganz normale Week der Astro. Und Bilder und Fit-Videos blende ich euch wie immer ein. Falls ihr noch eine alte Hose rumliegen habt, probiert es gerne mal aus. Ich habe auch gesehen, dass die einen oder anderen von euch das schon nachgemacht haben. Und das sah wirklich cool aus. So am Durchrushen. Und da ja letztens der Peso-Drop war, das ist ja schon ein bisschen länger her, habe ich mir auch einen Tracksuit geholt in einer relativ besonderen Farbe und auffälligeren Farbe. Ihr seht schon, es ist dieses Türkis geworden aus der Basic-Line von Peso. Ich muss sagen, die Quali und so gefällt mir echt gut, auch die Haptik. Teilweise, wie am Zipper zum Beispiel, finde ich, ist die Quali nicht so hundertprozentig, weil er sich halt schon ein bisschen ablöst von der Farbe her. Das ist, denke ich, immer aber nochmal und kann man nicht so richtig vermeiden. Ansonsten Verarbeitung wirklich solide. Die Farbe gefällt mir wirklich gut, gerade der Zipper auf eine dunkelblaue Jeans wie die Diesel oder halt auch auf eine schwarze Pants kommt der echt krass, gerade jetzt im Sommer. Deswegen wirklich ein super Teil. Und mit Zippern macht ihr eh nichts falsch. Hier trage ich auch eine Size L. Habe ich mit anderen Pieces gar nicht dazu gesagt, aber meistens trage ich immer eine Size L. Fit gefällt mir auch wirklich sehr gut. Leicht oversized, trotzdem aber eher ein bisschen regular. Auch ein super, super Teil. Und passend dazu habe ich mir auch die Jogger geholt. Aber da ist mir eine Kleinigkeit passiert. Die habe ich jetzt eine XL geholt, damit die immer ein bisschen weiter fittet. Ich sage immer bei Peso, eine Größe größer gehen ist meistens der Way to go, auch wenn die Sachen mittlerweile ein bisschen weiter fitten. Hier bei der Hose stehen ab und zu ein paar Fäden ab. Das ist nicht ganz so cool. Wir haben eben auch vorne das Peso-Logo auf der linken Seite. Ansonsten Eingrifftaschen und auf der Rückseite eine Backpocket auf der rechten Seite, was schön asymmetrisch ist zum Logo vorne. Ansonsten super clean. Open Leg, was auch super ist. Wirklich super. Fit gefällt mir auch sehr gut. Aber als ich meine Sachen hier customized habe und die ein bisschen distressed habe, wie hätte es anders sein sollen, habe ich mir natürlich hier ins Bein ein bisschen reingeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Und zwar genau hier. Da ist jetzt so ein leichtes Loch. Es ist nur auf der Oberseite, heißt, es ist nicht komplett durchgehend. Aber es ist natürlich Abfuck, weil die Hose halt, glaube ich, auch 80 Euro kostet und das echt schade ist. Deswegen, Justin, falls du das siehst, freue mich über ein neues Set, weil die Sachen sind echt gut. Aber das wäre es auch dazu. Super Teil. Aber ich war auch letztens beim Transvision Pop-Up in Köln. By the way, bin auch in Berlin. Das heißt, wenn ihr nicht in Köln wart, kommt auf jeden Fall nach Berlin. Es lohnt sich, wenn ihr den Vlog gesehen habt. Man lernt so viele coole Leute kennen. Deswegen habe ich mir am Pop-Up die Matt Brown Base Denim geholt. Ich trage hier die gleiche Größe, sprich eine M auf 1,85 und 82 Kilo. Und die Details sind die gleichen wie bei der alten Base Denim. Transvision Patch hinten drauf, die Patch Back Pockets, hier vorne die klassischen Ziernähte, der Customized Button, alles ist gleich wie bei der alten. Mir hat noch die grüne relativ gut gefallen, diese grün ausgewaschene. Aber ich muss sagen, mit der Farbe kann man so viel machen. Und ihr checkt hier, was für ein gutes Match das ist mit den Timberlands. Wow. Super Pants, 109 Euro, fairer Preis. Haptik wirklich krass. Kann man leider nicht am Pop-Up anprobieren. Aber wenn jetzt wirklich zwischen zwei Größen geschwankt, dann nehmt halt die größere. So viel dazu. Und passend, da der Sommer ja kommt, brauchen wir Flanellhemden. Und zwar ist es das hier von Moskits. Habe ich auch schon mal in einem Livestream, glaube ich, vorgestellt, in dem Highlight-Video. Ist oben dunkelblau und unten so ein dunkelbraun und ist allgemein so ein bisschen abgefranst und hat noch so ein geschwungenes Muster hier drauf. Ansonsten kein Branding hinten, außer hier vorne diesem kleinen Moskits-Stick hier vorne drauf. Aber hier ist das Problem irgendwie, dass es ein bisschen größer fittet als das alte. Deswegen auch hier wieder mein Plan. Ich hätte natürlich eine M bestellen können, habe ich aber nicht. Dass ich das Ganze halt eben unten um 2-3 cm, vielleicht sogar auch 5 croppe. Und ich denke, es kann cooler kommen, wenn es ein bisschen kürzer ist. Auch wenn man da schön mit Silhouetten spielen kann. Ansonsten das Hemd von der Quali wirklich krass. Sehr wertig, gut verarbeitet. Gibt es noch zwei anderen Cutaways. Und ansonsten gibt es dazu auch nicht viel zu sagen. Wa? Kommen wir dann auch schon zu den letzten beiden Pickups. Und zwar, weil Sommer ist, brauchen wir noch ein gutes T-Shirt. Und das habe ich von Urgency Files. Schaut jetzt an den lieben Noah. Ist ein komplett weißes Basic Tee. Aber halt der Print ist ein bisschen auffälliger. Der fit relativ regular. Ich habe wieder eine M genommen. Aber ich mag den Print vorne drauf, weil das Rot und das Blau relativ knallig ist. Ist auch von den Preisen her gar nicht so teuer. Und ich habe gelogen, ich habe noch jetzt zwei weitere Pickups. Und zwar das Gegenteil von einem T-Shirt ist, richtig, ein Longsleeve. Und zwar ist das auch von Moskits in diesem Waffle-Stoff. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Verbessert mich in den Kommentaren. Und zwar hat es einmal hier dieses Braun und hier nochmal ein bisschen dunkleres Braun. Und auf den Ärmeln hier ist nochmal so ein Stern drauf genäht, was mir echt gut gefällt. Was ein bisschen reinkackt, was ich besser gefunden hätte ohne oder wenn es kleiner gewesen wäre, ist der Moskits-Stick hier vorne. Aber auch hier der Fit gefällt mir echt, echt gut. Maybe könnte es nochmal 1-2 cm kürzer sein. Obwohl ich hier sogar eine M genommen habe, ist es auch richtig schwer. Das heißt, für den Sommer schon fast auch wieder zu warm. Perfekt aber für den Frühling für so 20 Grad, würde ich mal behaupten. Rückseite wieder das Moskits-Tag. An sich eine super Sache. Ich finde das Logo ist aber trotzdem noch okay, weil es Ton in Ton ist. Und jetzt kommen wir wirklich zum letzten Pickup. Und wer den Frankfurt-Vlog gesehen hat, weiß auch, was kommt. Ich habe finally die Hose nämlich customized. Und zwar habe ich mir meine KWIP Carpenter geholt. In diese, ich weiß nicht, was für eine Farbe es ist. Ich finde, es ist eigentlich ein Schwarz. Es kommt aber auch teilweise sehr bläulich, türkis rüber. So sieht die auf jeden Fall aus. Hat eine Menge Distresses, ein paar Farbkleckse. Ist, glaube ich, eine 34, 32 oder 35, 32. Von der Verarbeitung richtig gut, habe ich gezahlt 35 Euro. Und das Besondere ist jetzt eben, dass der Fit an sich ja vorher relativ schmal
normal war. Oben fittet die auch relativ weit. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, weil ich ja jetzt der Nähmeister bin, aka der Scheremeister. Und zwar habe ich mir einen Stoff geholt und habe hier eben einen Schlag eingenäht, beziehungsweise eher so ein Dreieck. Habe den Stoff doppelt genommen und habe das halt eben eingenäht. Dadurch fittet die ein bisschen wie eine Bootcut-Denim. Und ich weiß nicht, ob man das auch erkennen kann, aber wenn ich das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen ausweite, seht ihr schon, wie die am Ende hier unten zuläuft. Das heißt, die geht ein bisschen breiter ab dem Knie, was wirklich ein sehr cooler Look ist. Ich habe leider nicht 1:1 den gleichen Stoff gefunden. Das wäre nochmal ein Ticken cooler, sage ich euch, wie es ist. Aber so ist es halt eben. Und ich muss sagen, der Fit gefällt mir jetzt nochmal viel, viel besser. Schaut uns auch da an Ben und seinen Stein, weil der hat das gleiche bei so einer beigefarbenen Carpenter gemacht von Carhartt. Das fand ich recht cool. Ich finde, die hat einen perfekten Fit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Könnt ihr leider so nicht nachkaufen. Ansonsten soll es das auch vom Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die neue Location gefällt, die ist wie gesagt noch nicht fertig. Wenn euch die Pickups gefallen haben, dann lasst unbedingt dem Video einen Daumen nach oben. Da wird mich riesig unterstützen und supportet mich krass. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Wie gesagt, schreibt gerne eure Favorite Pickups rein oder eben Sachen, die ich noch in meinem Raum ändern soll. Es ist noch lange nicht fertig. Hier muss auf jeden Fall noch eine Menge passieren. Und hinter der Kamera seht ihr ein paar Sachen noch nicht. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr gut gelungen. Deswegen checkt die Livestreams aus, um da ein paar mehr Leaks zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Liebe für den Support. Yes, sir.